Ich bin jetzt im zweiten Semester in der Bildenden Kunst. Also im Moment machen wir Kunst am Bau. Das ist ein interdisziplinäres Projekt. Da sind auch die Designer mit drin. Wir wurden da engagiert vom FWTM Freiburg, Räume zu gestalten. Also so die Praxis und das wirkliche Umsetzen und nicht nur die Theorie. Das ist halt sehr wichtig, gerade in der Kunst. Also jeder bekommt seinen eigenen Platz zum Arbeiten. Hier arbeite ich mit 5 weiteren Künstlern. Das genieße ich eigentlich sehr. Also der Ben, der ist Maler. Der lehrt uns natürlich halt auch immer, dass die Praxis alles ist. Kunst anschauen, Kunst machen und das immer wiederholen. So wirst du eigentlich zum Künstler letztendlich. Deine Richtung, die du vorgibst, die wird weiter ausgearbeitet mit Hilfe der Professoren. Also wir haben auch feste Kurse, Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Performancekurs. Wir dürfen auch bei den Designern in manche Kurse mit reinschnuppern. Man muss immer das breite Spektrum im Auge haben, was es alles gibt in der Kunst, damit man sich so wenig wie möglich einschränkt und so frei wie möglich arbeitet. Weil nur so kann man dann seinen Weg finden, auch als junger Künstler.